Hallo und willkommen zurück bei The Witcher 3. Schneller. Ja. Schauen wir mal. Auf dem Weg dahin gehen wir bei diesem Fragezeichen vorbei. Dann müssen. Moment. Nein, der. Okay. Moment. Ich wollte. Ja. So. Damit wir ungefähr wissen, in welche Richtung ich reiten muss. Schlachtfelder. Das sind immer etwas Trauriges. Das ist nicht dein Tag. Eindeutig. Oh, Personen in Not. Ah, ist das das Fragezeichen? Gut. Der ist tot. Der nächste wird der. Ja. Und bam. Dreh um, Plötze und bam. Jetzt. Daneben. Komm schon. Stirb. Dein Arsch gehört mir. Ach ja, nach dass ich wusste. Daneben. Hahaha. Tötet, wenn ihr die Götter liebt. Wie ein Mann. Einsatz, Leute, Einsatz. Ich liebe zwar die Götter nicht, aber von mir aus töte ich euch. Bam. Daneben. Oh, jetzt bist du dran. Ach ja. Was sagt das? Etwa du? Kleiner Zwerg. Komm schon, komm näher. Ja. Nicht nachlassen. Ja, komm. Verschieß weiter deine Pfeile. Idiot. Glaubst du wirklich, du kannst mich aufhalten? Und der Typ da sieht aus wie ein Händler. Ja, sogar ein Kaufmann. Hoffentlich können wir bei ihm die Sachen verkaufen. Käfigschlüssel. Wir müssen vielleicht diese Banditen zuerst. Ja, Kassel. Oh, der ist schon tot. Und auch weiter tot. Das ist nicht ihr Tag. Eindeutig nicht. Ja, und wir müssen im Mittelhain noch mehr Banditen. Ah, die erledige ich gleich. Zwergenschnaps. Oder sind sie einfach nur. Komm. Du bist zwar keine Plötze, aber. Ich dachte, ich kann auch auf ihn steigen. Ah ja, geht auch. Auf fremde Pferde kann man auch steigen. Gut. Dann lasse ich den guten Mann mal raus und dann schauen wir mal, was er zu verkaufen hat. Braves Pferdchen. Hey. So, aufgeschlossen. Öffne die scheiß Tür. So, und jetzt rede mit dem Typen. Ernsthaft? Ist es, weil ich ein Schwert habe? Suche meinen Stand bei der Brücke über den Ponta auf. Hab Waren für die Armee. Warte. Aber für dich mache ich eine Ausnahme. Warte. Ah, ich will doch nicht über den Ponta gehen und dich. Ah, ich will jetzt handeln. Verflucht. Das ist jetzt gemein. Da rettet man ihm das Leben. Und was passiert? Man soll über den Ponta gehen, um bei ihm Sachen zu kaufen. Schweinehund.
Gut, wir reisen weiterhin geradeaus dorthin. Ja. Weiter, Plötze, du schaffst das. Wir müssen oben durchgehen. Was jetzt, du Stück Dreck? Na, komm schon. Na, daneben. Ein tödlicher Treffer. Also, einen Moment. Komm schon, Plötze. Plötze? Mach mir nicht so einen Ärger. Ah, und hier sind die Banditen. Lass ihn nicht zu Atem kommen! Ach ja. Gut. Ich finde es ein bisschen unfair. Sie haben kaum eine Chance, mich zu treffen. Und dich filetieren sie hier. Als wären sie es. Ich glaube, es ist gerade umgekehrt, oder nicht? Ihr seid zu dritt. Ihr seid Level, also höher leveliger als ich. Und trotzdem filetiere ich euch. Und noch ein bisschen mehr für mein Übergewicht. Ja, ja. Hoffentlich finden wir bald bessere Satteltaschen. Weiter so, Plätze. Dann, ja. Diese Menge, die man da hat, ist Mangelware. Oh. Ah, das sind Wildhunde. Ah, kein Interesse. Wir gehen zuerst mal verkaufen. Und zwar. Wo bist du? Gut, dann müssen wir die Karte wechseln und hier nach Weißgarten gehen. Darüber. Geralt und Yennefer waren wieder vereint und Geralt war zufrieden. Doch der Hexer erfuhr, dass sein einstiges Mündel, Cirilla, von ihrer langen Reise zurückgekehrt war. Und nicht nur das, sie war in Gefahr. Geralt musste Cirilla finden, auf kaiserlichen Befehl und auf Geheiß Yennefers. Ja, ja, super. Toll. Wir müssen unbedingt deine Händler in unserer Nähe finden. Das kann doch nicht sein, dass wir immer wieder... Grüß dich. Ja, grüß dich auch. Was hast du denn? Lass mich einen Blick auf deine Waren werfen. Die Satteltaschen sind immer noch die kleinen. Okay, alle Knüppel weg. Mhm. Dann ich würde sagen, die Knüppel sind... Können wir das vergleichen? Sind das Schwerste. Obwohl... Das habe ich noch. Ja. Nett. Verkaufen wir 6 davon. Okay. Äxte können. Nein. Also die Kleidung will ich nicht hier verkaufen, denn dafür kriegen wir zu wenig. So. Jetzt sollten wir leicht genug sein. Jetzt gehen wir zurück zu unserem Lieblingshändler, der Zwerg. Sorry. Er war eines Tages verschwunden. Also haben die Leute... Goldemar, trinkst du ein Gläschen mit mir? Ich heiße jetzt. Wie gesagt, ich finde es extrem schade, dass hier immer nur wieder die gleichen Sachen... Ja.
gesprochen werden. Ein wiederkehrender Kunde. Ja, ja. Willkommen. Was brauchst du diesmal? Zeig mir deine Waren. Zeig mir, was du zu verkaufen hast. Gut. Satteltasche. Nein. Nichts Gutes. Das ist zu schwach. Zu schwach. Zu schwach. Wie ihr seht, anstatt 4 kriegen wir jetzt 6 dafür. Hier auch. Der Preis ist um einiges gestiegen bei dem Händler hier. Und er hat auch nicht gerade wenig Gold. Der kann ein bisschen was abdrücken für uns. Jetzt, wo ich drüber nachdenke, wäre es vielleicht besser gewesen, wir wären direkt zu ihm gegangen. Ah. Blöder Scheiß. Hier können wir nichts verkaufen. Hier können wir auch nichts verkaufen. Auch nichts. Und hier. Ich weiß nicht, ob wir den noch brauchen. Gut. Ich möchte, dass du mir etwas anfertigst. Vielleicht können wir etwas Neues basteln. Aha, aha, aha. Schimmer, nicht da. Ja, das wäre toll, aber der Level ist noch zu klein. Was sind das für Hosen? Leichte Hosen? Bären sollte schwere Hose sein, soviel ich weiß. Moment. Ah, schwere Rüstung. Erhöht den Rüstungswert und verringert die Ausdauerregeneration. Ah, das ist ein bisschen schade, aber okay. Was haben wir denn da? Nein. Auch nicht. Zutaten fehlen. Nein. Oh, ho, 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 ho. Also, Moment. Ah, Bärenhose und ja, überlegene Bärenrüstung. Der Heft falscher. Da. Ja. Aber sonst. Schwert des Coyotel 27. Nein, okay, im Moment ist alles gut. Moment. Wenn wir schon dabei sind. Reparieren wir auch noch schnell die Sachen. Pro Prozent kostet es nur ein Gold oder eine Krone oder was das für eine Währung ist. Ich glaube Kronen. Und ja, warum nicht? Moment mal, ich hätte alles reparieren können. Ah, verdammt. Leb wohl. Plötze. Wo bist du, mein Pferd? Plötze? Schau dich gar nicht an. Und warum nicht? Gut, und jetzt ab zur Kräuterkundlerin oder wie die heißt. Vielleicht weiß sie etwas Neues über Lena? Ich glaube, es war Lena, oder? Ja, ich würde gerne etwas Neues über Lena erfahren. Moment mal, sind wir schon zu weit? Ja, eindeutig zu weit. Wir müssen eigentlich hier. Hör auf zu schreien, ja. Penner. So. Hier gehen wir rein. Ja? Hast du Kräuter im Angebot? Hast du irgendwelche Kräuter zu verkaufen? Ich finde sicher etwas. Also, ich will Honig verkaufen. Mein Honig. Und zwar. Wow, kann ich nur 9 verkaufen, aber das ist alles, was ich erübrigen kann. Also, was sie erübrigen kann an Geld. Gut. Ein bisschen Gold verdient. Sie zahlt eigentlich gutes Gold für den Honig. Auf solche Sachen müssen wir immer wieder achten. Und jetzt gehen wir. Verlassene Städte und das ist nur ein Schleifstein. Bam. Tot. Gut. Zurück zum Dorf, dann mit dem
Wegweiser zurück nach Wellen. Und von dort aus schauen wir weiter. Aber Moment mal. So ist gut. Okay, ich kann für 20 Sachen umschleppen. So, 20 Schlackerplätze. Oder wie das berechnet wird. Nicht so schnell, Plätze. Ja, nicht so schnell. Ich bin nicht mehr der Jüngste. Ich bin über 100 Jahre alt. Gut. Und nach Willen ins Niemandsland. Und zwar müssen wir... Was wollte ich eigentlich? Heidefeld. Wo waren wir vorhin? Ach, hier. Und was wollten wir da? Der Kontakt des Texas in Velen sollte... Ach ja, genau. Wir wollten zu diesem Scheißpriester. Im kriegsversehrten Land da. Inkognito. Oder haben wir den schon... Sein Auftrag lautete... Ne, den haben wir schon getötet. Jetzt doch sind wir... Zu spät. Die Jagd war schneller gewesen. Mein Gedächtnis ist nicht mehr das Beste. Hendricks Notizen hat ja, ja, ja. Allerdings nicht gefunden. Aus diesen erfuhr... Das wissen wir, das wissen wir. Okay. Mal sehen, was haben wir bei Quests? Aha, Hexenjagd, blutiger Baron, Reise nach Skellige, Scheiterhaufen in Novigrad. Zuerst mal die... So. Und jetzt gehen wir schnell in die Weltkarte und schauen... Novigrad ist das da. Okay, gut. Dann muss das da keine Ahnung sein und das da keine Ahnung. Dann ist also hier nicht Novigrad, sondern nur ein Außenposten. Schon schön zu wissen. Mhm. Du kommst hier nicht vorbei. Aha. Ja, sammeln wir sie alle. Machen wir das wilde Herz. Haben wir sonst noch einen auf... Okay. Das wilde Herz. Aber auf dem Weg zum wilden Herzen will ich hier vorbei. Weiter damit so wir auch dieser Fragezeichen ja einen Besuch abstatten können. Und vielleicht haben, kriegen wir etwas Nützliches. Ja. Okay. Also die Stimmung hier ist schon mal Teufelsgrube. Wenn ich ehrlich bin, das klingt nicht gerade einladend. Neue Markierung, Teufelsgrube. Langsamer. Hoffentlich kann man Teufeln mit ja, Flammen bekämpfen. Seltsam. Gut. Banditenlager. Okay. Ups. Da hinten ist der Zwergenschnaps. Den holen wir uns auch gleich. Und dann säubern wir diesen Banditenlager, sofern er nicht wesentlich über unsere Verhältnisse ist. Wir sind abgeschlossen. Wir sind zwar starke und gut aussehende Krieger, aber wir sind nicht lebensmüde. Zumindest nicht mehr als sonst. Ah. Kein Problem. Die besiegen wir im Handumdrehen. Nicht nachlassen! Scheiße! Komm schon! Kommt und kämpft wie Männer! Ach ja. Au. Oh.
Also ich finde es erstaunlich. Sie sehen, wie ich mühelos ich massakriere sie mühelos. Also so ziemlich mühelos besiege ich die. Und sie glauben, sie hätten noch eine Chance. Stirb! Ach ja. Wie ein Mann! Ja, du bist nur einmal. Ah nein. Ihr seid noch zu zweit. Aber keine Angst. Nicht nachlassen! Dann werde ich auch zu euren Göttern schicken. Danke. So. Ihr wart einmal und jetzt seid ihr tot. Es wäre toll gewesen, wenn er sie zum Beispiel hier. Oh. Da lebt noch jemand. Gut, gut. Aber zuerst nehme ich hier den Schatz. Und ich muss aufpassen, dass ich nicht überladen werde. Gruftweib absolut. Bist fast am Ende, was? Nein, aber du. Das ist nicht dein Tag. Komm schon. Glaubst du, du kannst ewig ausweichen? Oder parieren? Kannst du nicht. Ein bisschen rohes Fleisch essen, weil ich immer noch nicht weiß, wie man Fleisch kocht. Schnur. Ah, da oben ist noch ein weiterer. Gut. Alkohol heißt. Ja. Also bis jetzt hat es sich hier recht gut gelohnt. Aber ja. Ja, Mann, ja, komm schon. Komm runter. Kleiner Schisser. Die Fresse groß aufmachen, sagen wie ein Mann. Andererseits bist du ein Mann. Ein einzelner Mann. Ah, geht's hier oben durch? Also, ich find's gut. Ei! Ah. Dieser Laffel. Komm rauf! Ja, sieht so aus, als könnten wir von hier aus zu diesen. Möchte gern. Für Temerien! Wie ein Mann! Ja. Und wo bist du, dein Ein-Mann-Armee? Schlechte Idee. Ja, würde ich auch sagen. Wenn ich als Hexer keine Emotionen hätte. Ja, dann hätte mir der Arm bleckt, wie ich deinen Arm wegge. Was? Ja, Gemeinheit. Dann hätte. Moment. Ah. Kleiner Knüppel. Gut. Was? So, jetzt habe ich ihn eingesammelt. Eieiei. Nee, manchmal ist es in diesem Spiel echt brutal. Gliedmaßen weghauen. Köpfe weghauen. Körper zerteilen. Ja, nicht so schwache Nerven. Und deshalb mag ich es ja. Uhahaha. Der Sack.
Und diesmal meinte ich nicht dich, Geralt. Ich meinte der Sack, den du aufsammeln sollst. So, haben wir sonst noch etwas hier unten? Ach ja. Dort drüben. Wir werden gleich meditieren. Moment mal, sollte nicht. Ah. Das ist. Hey! Mach mal verhackelt, er sich irgendwo und will nicht mehr weg. Ja. Und jetzt eine kleine Meditation. Eine Stunde sollte reichen. Und ich sehe, ich bin überlastet. Oh wow, Leute. Wie bist du so schnell hier hingekommen? Ah, nicht gerade die beste Idee mit dem Ross hier rüber zu laufen. Und da ich schon überlastet bin. Komm schon, Plätze. Ja, komm Plätze. Da ich schon überlastet bin, wäre es vielleicht gut, zum nächsten Händler zu gehen. Und der nächste Händler ist. Waren wir da schon? Schneller. Hoffen wir mal, dass da ein Händler ist. Im Moment kein Interesse an euch Gewürm. Wir müssen los und. Ja, und einen Händler finden. Langsam. Okay, wir sind hier in Velen bei der Siedlung der Steinschneider. Neue Markierung. Los. Und wie ich unschwer erkennen kann, kein Händler. Was haben wir denn da? Krieg wieder unter deinen Stein. Halt! Oh. Lauf, Plätze! Da sieht mir wie eine Barrikade aus. Lang lebe Radovid! Hier ist doch diese Stadt. Sehr gut. Ich nehme an, auch sie wird bewacht und niemand darf rein oder raus. Also raus schon, aber nicht mehr rein. Dann will ich mal so nett sein und. Was? Weiter so, Plätze. Halt! Ah, eine verlassene Stätte. Aber. Hier war doch kein Zeichen. Gut, dann befreien wir diese verlassene Stätte. Ja, verlassene Stätte. Meistens ist da jemand, der etwas verkauft. Gut. Kommt zu mir, ihr Ertrunkene. Hey, ich will euch heilen. Na, komm schon. Komm. Und jetzt noch du. Oder der da? Gut, komm her. Au. Komm schon.
Nicht so schüchtern. Ich töte dich nur. Ja. Und auch diese Siedlung wurde wieder besiedelt? Ja, da siehst du zufrieden aus, nicht wahr? Gute Arbeit, Geralt. Die Gefahr gewandt, die Bevölkerung hier zu... Lass es bleiben. Der kommt schon von allein. Kaufmann. Sei gegrüßt. Zeig mir deine Waren. Ich würde mir gerne deine Waren ansehen. Was hast du anzubieten? Reines Silber. Okay, dann verkaufe ich mal das hier. Das hier. Moment mal. Ah, zurückkaufen, aber... Ein einziger wiegt 6,26. Ach du Scheiße. Der auch. Moment mal, der verlangt 90 Tacken dafür und gibt uns gerade mal nicht mal 10%. Das ist ja Wucher. Nochmal. Wucher! Okay, aber was soll's? Gut. Dafür können wir uns jetzt wieder bewegen. Und hier ein paar Ertrunkene aufsammeln. Altes Ziegenfell. Honigwaben. Woher kommst du? Aus Riva. Glaube ich zumindest. Denn ich heiße Geralt von Riva. Wenn ich je einen Sohn kriege, nenne ich ihn Geralt. Aber dann wird er Geralt... Ich sehe, dass du ein weitgereister Mann bist. Also sag mir, soll ich mein Weib einmal die Woche schlagen oder öfter? Meine fachkenntliche Meinung lautet... nicht unbedingt. Musst du nicht? Warum solltest du deine Frau öfter schlagen? Oder warum solltest du überhaupt deine Frau schlagen? Fragen über Fragen, die beantwortet werden müssen. Und ich versuche mich gerade in diese Stadt hier besiedelte Region. In Städten, Dörfer, Lager sind die Wege schmal und die Hindernisse zahlreich. Deshalb ist deine Maximalgeschwindigkeit in diesem Bereich begrenzt. Schön zu wissen. Also... hoffentlich kommen wir hier rein. Und nicht, dass ich mir noch unnötig... Doch, wir sollten reinkommen, denn da ist auch Bevölkerung. Aber das verstehe ich nicht. Viele Leute wollen in die Stadt. Nehme ich mal an. Und man kann so einfach in die Stadt, indem man hier durchläuft. Oder habe ich mich zu früh gefreut? Wo sind wir denn da? Kartoffeln? Moment mal. Das sieht ein bisschen ähnlich wie unser Dingssymbol. Also unser Medaillon, wir haben einen Wolf, aber das sieht nicht aus wie ein Wolf, eher wie eine Katze. Und was ist das? Warum konnten wir überhaupt hier rein? Und was haben wir? Oh, Geralt. Hör auf mit dem Schwachsinn. Okay. Was ist in dieser Tür? Verschlossen. Da geht's rauf. Da kann man noch Sachen abernten. Ach, komm schon. Kann man... Ja. Okay, das war nicht mit Absicht, aber... Blut? Warum ist Blut da?
Was ist das für ein Raum? So, jetzt wieder rüber. Oh, da geht es auch noch runter. Aber zuerst... Blut? Und Geralt sagt nichts dazu? Ist sonst noch irgendwo Blut? In was für eine Absteige sind wir da gelandet? Die Bücher werden gelesen und zwar in einer Lesefolge. Ich werde mir ein bisschen Zeit nehmen und alle Bücher vorlesen. Die wird ja eine gesonderte Folge sein, damit die, die es nicht interessiert oder nicht hören wollen, nicht belästigt werden. Aber da ist Blut, da ist Blut. Also es sieht auch nach einem Kampf aus, aber Geralt sagt dazu nichts. Los. Okay, wir haben tonnenweise Bücher. Ich freue mich schon drauf, sie alle zu lesen. Da ich, wie ich finde, ein begnadeter Leser bin. Nicht? Aber Übung macht den Meister. Was erwartet uns hier unten? Getreide können wir nicht gebrauchen als Sechser. Und doch Sand. Also sehr interessant. Dann verbesserte Katzen. Moment mal. Verbesserte Katzenhosen. Oben ist ein Katzenmedaillonzeichen abgebildet. Also zumindest glaube ich das. Ich finde das nur allzu verschlossen. Schlüssel benötigt. Okay, das finde ich extrem verdächtig. Was erwartet uns da unten? Verschlossen. Also denn der eine Weg können wir durch, der andere nicht. Oder sagt mal in den Kommentaren, nach was sieht das für euch aus? Nach einer... Also, wie ihr sehen könnt, der Wolf ist es nicht. Es ist ein bisschen niedlicher und katzenförmiger. Vielleicht ein Bär? Nein, dafür... Ja, es sieht eher aus wie eine Katze, aber überall Blut. Sind wir nur hier gelandet? Und falls sich jemand fragt, warum ich die ganze Zeit springe, das ist nicht mit Absicht, das ist... Schutzgeld eingesammelt? Die besuchen jeden und jeder zahlt. Nur Wouter hat sich geweigert. Endlich hatte mal jemand den Mut. Zum Schluss hat er ihn offenbar verloren. Nach dem dritten Finger. Und als raus war, wo er sein Gold hat, haben sie ihm den Rest auch noch abgeschnitten. Also, Hurensohn Junior? Also, der Name ist lächerlich. Aber er klingt wie ein Mafiosi hier. Und hier ist ein Schmied. Ah, ein Kunde. Vielen Dank, Quint. Würdest du mir etwas anfertigen? Kannst du mir etwas herstellen? Da ist ein Waffenschmied, wie es aussieht. Dornisches Schwert, wäre scheiße. Schlechter. Da fehlt noch ein bisschen, obwohl... Dunkelstahlbarren... Wäre eine Möglichkeit, aber ich muss Level 27 werden. Dann hätten wir Timirischer Dorn. Bin ein Langschwert. Auch. Nein, der kann uns nichts machen. Reparieren
Müssen wir schon wieder alles reparieren? Handeln, zerlegen, Handwerk. Also verkaufen wir mal. 105, okay, wird verkauft. Kann der sonst noch etwas damit anfangen? Und was hat er überhaupt? Sind das Verbesserungen für die Waffen? Verbesserung Gegenstand. Gewöhnliche Gegenstand. Ah ja, Schwertes. Das sind alles für Schwerter. Klein. Zeichenintensität. Aha. Chance auf Betäuben, Vergiften, Einfrieren. Chance auf Bluten. Adrenalingewinn. Angriffskraft. Ah. Kann man. Weiß das irgendjemand? Kann man irgendwo sehen, ob man die Sachen schon hat? Oh, plus 4. Aber wie ich sehe. Nein, unser Schwert ist besser. Oho. Nein, unser Schwert ist besser. Auch wenn es 14 plus Schaden macht, aber Artzeichen, Chance auf Vergiften, Bonuserfahrung bei Monster. Das will ich ungern abgeben. Das. Nee. Das ist das, was wir gerade verkauft haben. Dann ist das. Nein, auch für Schwerter und Ausrüstung Gegenstände. Gut. Dann auf Wiedersehen. Wiedersehen. Und wie ich gerade sehe, sage ich auch auf Wiedersehen zu euch. Ciao, Leute.